Immer Mitte Juni wird fässerweise Matjes die Schlachte entlang getragen. Wenn zur traditionellen Saisoneröffnung der eingelegte Hering die Weser raufgeschippert wird und den Bremer Fischfreunden schon das Wasser im Mund zusammenläuft, verwandelt sich die Uferpromenade in ein beachtliches Volksfest. Bereits einen Tag früher hatte Hamburg seine Matjes-Saison eröffnet. Das stört den Bremer aber wenig. Im Gegenteil, man neckt sich. Gestern hatten doch tatsächlich die Hamburger die Stirn zu glauben, die Matjes-Saison in Hamburg zu eröffnen. Was für eine unglaubliche, missliche Tat. Es ist doch klar, in Norddeutschland, in Deutschland wird die Matjes-Saison in der freien Hansestadt Bremen eröffnet und nirgendwo anders. Und nach dem maritimen Rahmenprogramm kommt der spannende Moment, wenn Matjes Herrmann das erste Fass öffnet. Da wollen wir mal gucken, wie sie sind. Ja, hallo. Sie fühlen sich ja schon mal ganz gut an. Und den ersten Fisch der wartenden Menge zu präsentieren, lässt sich der Bürgerschaftspräsident nicht nehmen. Ein paar geübte Handgriffe später ist der Matjes bereit für die Verköstigung. Und ob er schmeckt, sieht man deutlich an den Gesichtern. Der ist gut. Wunderbar. Damit ist die Matjes-Saison also auch in Bremen eröffnet. Läuft dir das Wasser im Mund zusammen, ne? Bleibt nur noch zu sagen, guten Appetit.